Sag raus. So, ja. Genug Strahlung für heute. Ach, der ist unter den Notizen. Ja, die blauen Pausen sind alle unter den Notizen. Müsst ihr auch mal durchgucken. Ich habe jetzt einen großen Reaktor gekriegt aus Blaupause. So, ich tausche mal mit dem. Vorräten, Munition und Waffen? Mach mal langsam. Der hat nur 9 Kronkorken gerade. Ja, ich will mal angucken, was er vielleicht im Angebot hat. Vielleicht verschreibe ich ihm etwas. Ich glaube, ich kaufe mir auf jeden Fall mal Red X, wenn es geht. Red X 209 Kronkorken. Ja, gut. Ich habe auch etwa schon die 200 Kronkorken. Und normale Stimpaks? Nämlich 3 verdünnte. Ich werde auch eh meine ganzen Red X und Stimpaks eh alle zu verdünnten umarbeiten. Ja, ich habe gerade jetzt kaum noch Grundmaterial dafür. Kronkorken. Ja, durch die Maschinenpistole. Nein, weil ich gerade dem alles verkauft habe irgendwie. Frag mich eins, kann man auch die Blaupausen, wenn zum Beispiel ich habe jetzt ja die Maschinenpistole gefunden, wenn ich sie verschrotte, ob ich daraus dann die Blaupause kriegen würde? Warum ist denn die Pumpgun nur so wenig wert? Also, ich hatte für 800 Kronkorken, jetzt habe ich nur noch 100. Weil ich Redaway und Stimpaks gekauft habe. So. Mann, hier draußen ist der Mord ein Totschlag. Ja, das ist lustig. Aber ich kann dir meine Blutpakete wieder verkaufen. Cranberry. Mal Cranberry sehe ich mal. Hier können Sie Hilfsmittel. Ihre Wo sind hier die ganzen Ghule? Klingelkorn. Mausrattenhappen. Naja, wobei, den hebe ich auf. Muggelbeerensaft nicht. Cherry. Ey, hier sind so viele Ghule. Wettkröten. Rattensteak. Redaway für. Die muss ich Sweet Water Blend. Impact, Abmarsch rein damit. Aber ganz schnell. Zucker? Leefliegenfleisch kann auch weg. So. Jetzt habe ich noch wegen was. Und Abmarsch, essen, ich muss wieder in den Reaktor rein. Warum? Warum? Guck mal auf meine Lebensanzeige. Oh. Ja. Mein Proxy-Assistent meinte, das müsste ich verpissen einfach. Gar nicht wahr. Right away. Und ein verdünntes Stimpack hinterher. Ich kann mich kaum rauskämpfen gefühlt. Ja, vor allem durch den ganzen Dampf. Ich sehe nichts. Ich kann nicht auf Distanz kämpfen. Was mein einziger Vorteil ist. Wenn die Ghule jetzt reinlatschen würden, würde mir wenig stören. Nochmal ein verdünntes. Pass auf, ich komm gleich mal mit zu dir. Ich lauf mal wieder. Ich weiß ja nicht, wo du rauskommst. Aber mir war jetzt eigentlich nur ein paar Verbrannte oder war relativ chillig. Ich bin da raus, wo wir reingegangen sind. Und da war Mord ein Totschlagkram. Wo sind wir rein? Und beim Kühlreaktor sind wir doch die ganze Zeit die Treppen hoch, bis wir reinkamen ins Hauptgebäude. Ja, das sind zwei. Weil hier, bei dem Kühlreaktor, ist nix. Warte, ich komm gleich raus. Ich muss eh noch aber noch mal ein Stimpack verdünntes reinhauen. Wie gut, dass ich so viele davon gesammelt hab. Jetzt hab ich mir auch mal die Sniper rausgeholt. Hier ist auch nicht wirklich was los. Also nichts, was wirklich Gefahr, was gefährlich ist. Also hier ist echt nicht wirklich was gefährlich ist. Ey, wenn du weit weg stehst, ich stand jetzt vor gefühlt 7, 8 Stück auf einmal, die wo auf mich beginnen zu rotzen. Also ich war jetzt in beiden Kühltürmen drin, da war mehr. Muss ich nach oben auch gehen? Da so unten am Boden rum nichts rumkreuchen und vielleicht ist mir klar. Ja, ich würde ja mitkriegen, wenn da irgendwas ist. So. Das schaffst du, das sind ein paar Gegnerchen hier. Stell dich doch nicht an, Mensch.
bin gerade am Dach vom Reaktor. Nun muss ich auch schnell sein, die Feinde looten, weil die spawnen relativ schnell. Das ist ja auch noch dazu, das Blöde. Ja. Ich habe eher gerade das Problem, dass auf mich so ein scheiß Turm schießt. Ein Maschinenturm. Weil der trifft nämlich. Die Gegner treffen nicht. Na, ich mache erstmal dich da oben weg. Aua. Boah, der Dampf. Der setzt mir so übel zu. Auch noch zusätzlich. Alter. So. Reaktor. Im Kühlraum, der Dampf, der setzt mir Grams dazu. Deswegen kassiere ich auch noch ganz als Schaden. Warte mal, ich habe gerade eher das Problem. Hier wieder so ein scheiß Maschinenturm. Ich bin jetzt draußen. Ich bin am Dach. Aua. War das jetzt mein Todesurteil? So ähnlich fühle ich mich auch gerade. Dazu noch Mikro-Ruckler. Echt geil. Ich bin gerade am Dach unterwegs. Hier ist auch Party Hard. Schau dir mal mein Leben an. Ja. Aber was nicht schlimm ist, weil hier konnte ich mal meine Sniper ein bisschen verwenden. Ich suche auch gerade die Ghule, wo hier noch rumwuseln. Und auf ja, mich hier oben waren. Das sind nicht Ghule, hier sind die Verbrannten. Aber am meisten hat mir der scheiß Maschinengewehrturm zugesetzt, Alter. Der hat mir am meisten zugesetzt, gerade eben. Nicht mal die Gegner selbst. Im Pack. Netzrelais spulen. Verdünnt. Nach. Stapel nicht rum. Achtung, schau auf dein Leben. Dem geht's nicht mehr so gut gerade. Hier ist aber wenig hier oben am Dach. Irgendwie gefühlt lohnt sich das gerade gar nicht hier rauf zu laufen. Hast du. Ich bin gerade auf dem Rausweg. Brauchst du ein Stimpack? Ein Händler und eine blaue Kiste ist übrigens beim. Impacts könnte ich echt gleich eins vertragen, sogar eventuell. Ja, Zugriff gesperrt, Hacken 3. Ein Händler ist bei der Zugstation wieder. Zugstation? Beim Zug, ja. Da ist ein Händler auch wieder drin. Irgendwo wird gerade auf mich geschossen, ich sehe aber nicht von wo. Der macht auch. Right away, nice. Also ob das Spiel gerade weiß, was ich brauche. Wo ist denn da einer? Da war er. Es war dein Fehler da, in mich reinzulaufen, Junge. Das war echt ein Fehler. Ich weiß, warum auch die Gegner mich so böse gedrückt haben. Warum? Ich hatte Strahlenschutz nur an. Ach so, ja gut.
Ja, dann ist es klar. Ich habe meine Metallrüstung, die ist eigentlich ganz gut. Ich bin ja auch wieder jetzt auf meinem Metall. Millimeter aufs Chassis. Guck mal, ich bin über dir. Ja. Aber hier lohnt sich's eigentlich nicht wirklich. Hier oben. So ein bisschen. Komm, zeig mir deine Fresse, irgendwas. Du hast keine Hose an. Ich habe gar keine Klamotten, weil ich die aussehen verwertet habe. Oh, das ist böse. Ich habe ja auch meine Lederrüstung alles verwertet gehabt. Deswegen habe ich jetzt nur das an, was ich jetzt anhab. Aber die Sniper ist echt praktisch. Hm. Komm ich runter? Gut. Ich bin hier oben gerade, weil ich würde dann mal kurz zu meinem Home springen, weil ich muss auch mal Pipi. Dann kann ich da auch mal verwerten und sowas. Hier ja, oben, ich wollte eigentlich mal zum Händler. Hier oben sind ein paar Schrauben, aber sonst. Ja, da direkt vorne an der Zugstation. Lauf zu dem Zug hin, da ist ein Händler. Warte mal, erstmal muss ich die ganze. Ja, ich habe gerade ein anderes Problem. Vor mir hat gerade direkt instant ein Maschinengewehrturm auf mich schießen angefangen. Ah, militärische Platte Standard. Der tat gerade ein bisschen weh. Aber sonst. Ah, gut. Hey, safe. Also bis auf ein paar lose Schrauben und sowas ist es fast nicht, dass sich's lohnt, hier irgendwie hochzulaufen. Ich habe einen 10mm MP gekriegt, gerade kurz. Vielleicht kann ich die verwerten. Aber so richtig lohnt sich das nicht, hier bis jetzt raufzulaufen. Ne. Nicht so wirklich. Ich laufe jetzt nochmal ganz rauf. Vielleicht ist ganz oben irgendwas Geiles, weil ich kenne aus Fallout 4 was, wo man ganz rauf laufen konnte. Da stand dann oben auf dem Geländer eine Wackelpuppe. Ja. Das ist die Fabrik, wo uns auch die erste Siedlung hinschickt. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Vielleicht ist hier. Habe ich die alle weggesniped gehabt? Kann sein. Bam, 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 bam. Komm hier hoch. Sofort. Ganz schnell. Sofort. Ich habe hier auch noch einen Feind, dann bewege ich mich hoch. Fusionszellen, Schießpulver, versteifte Lederrüstung, Minigun. Munition. Okay, hier unten im Wagen ist auch nicht schlechtes Stuff. Also ich habe hier gerade eine Minigun. Ja, und hier unten ist dann noch eine Kiste, wo du immer knacken musst. Wackelpuppe Glück. Für eine Stunde zwei lang Glück, okay. Die ist ab Level 35 erst die Minigun. Bitte auch eine Gasmaske? Ich habe einen Chemikalienanzug. Ich habe beides zur Verfügung. Also hier oben ist eine Wackelpuppe Glück. Ja, ich bewege mich schon hoch. Minigun und alles. Da musst du einmal hochlaufen. Ja, ich bewege mich schon. Was verstehe ich denn an der Aussage? Nee, ich hab's ja nur nochmal aufgezählt, was hier ist. Da musst du aber aufpassen, wenn's respawnt, geht's hier ab. Hier sind echt Maschinengewehrtürmchen, die tun echt weh. Die Gegner nicht mal so, aber die Maschinengewehrtürmchen, die tun weh. Ich nehme jetzt auch mal Pumpguns mit, damit ich da noch ein paar Sachen zum Modifizieren bekomme. Du bist ja schon fast ganz oben. 75 Meter. Oh nein. Hä, wie ich gerade eben hingegangen bin, war da keine Falle. Aber du lebst noch. Ja. Ich konnte weglaufen. Es sind einige Fallen. Suche mal bitte für mich schon vorab, weil ich bin schwer überladen. Ja, mache ich. Entweder habe ich es geschafft, die Fallen alle zu umgehen, aber... Geht die kaputt? Gegner sind gerade respawned. Denke ich. Ich habe hier noch eine reden hören. Gerade war da keiner mehr.
Schlimm wird es erst, wenn die Maschinentürmchen wieder da sind. Ja, ich habe jetzt gerade auch, glaube ich, den einen gehört, wo du meinst. Bist denn du? Ach, du bist schon da. Hi, ich bin's. Ja. Du bist auf dem richtigen Weg. Ganz nach oben bei dem Turm. Immer weiter rauf und weiter rauf. Aber ich sehe, ich bin da gerade runtergekommen, da war kein Gegner. Mann. Hier sind aber auch keine Gegner mehr. So, dann würde ich sagen, springen wir aber trotzdem mal kurz. Ich mache mal eine Schnellreise. Ich kann keine machen. Wo genau war das? Ja, du musst einfach nur ganz rauflaufen. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Na, dann kann ich das ja auf dem Rückweg einsammeln. Denke ich zumindest. Du musst... Maschinengewehr, Turm, Bauteile, also... Ja. Muss ich schon mal langsam ansatzweise richtig sein. Genau. Weiter rauf. Da ist, du siehst doch da die die eine Treppe, den einen Weg, der sich um den Turm rumschlängelt. Oder? Ja. Da oben, da ganz oben. Also die Minigun habe ich eingesammelt und die Wackelpuppe. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es gleich wieder da. Ich verpiss mich mal. Weil gleich platzig. Ich stelle mich in mein Haus schnell noch rein. Oder ins Camp, dann kann ich mal zerlegen. Ja. Was meinst du, ich laufe nur schon überladen rum. Und ich verwerte immer, wenn ich kann. Nee, ich bin noch nicht verwertet gerade. Ich bin nicht überladen gerade. Hier wird schon wieder geschossen. Aber die Türme erledigen gerade schon. Da waren aber Verbrannte. Munition. Warte mal. Ich bin ja froh, dass man die Türme nicht mit Munition bepacken muss. So. Ich bin jetzt mal schnell. So, ich bin wieder da. Minigun hat er nicht mehr gekriegt, sage ich mal gleich. So, ich gehe jetzt erstmal. Wenn du zurückkommen würdest, wäre praktisch, weil da ist noch immer eine Kiste, die nur du öffnen kannst, weil ich habe den Skill dafür nicht. Willst du die Brandaxt? Ja, die nehme ich. Okay, dann hebe ich mir die mal auf. Du hast, die Minigun tue ich jetzt aber ins Lager, weil die schwer ist wahrscheinlich auch. Jetzt zerlege ich. Oder das. Bis Level 35, dann kann ich auch eine vernünftige Minigun dir selber zusammen beschustern. Denke ich auch. Vielleicht wissen wir ja, wo eine respawn eventuell. Genau. So, ich habe meinen ganzen Schrott verwertet. Ich gehe mal schnell, ich muss mal schnell ein bisschen kochen und alles gleich mit. Weil wenn ich gerade schon da bin. Ja. Ich muss erst mal schauen irgendwie, dass ich dann nach Hause komme. Alles mit dem Perk, dass es weniger wiegt, habe ich nicht. Der ist auf Stärke. Gut, dann muss ich Stärke damit skillen. Dann kann ich eh mehr schleppen. Ich sollte aufhören, Maissuppe herzustellen, weil ich ja eher die Gemüsestärke herstellen sollte. Ich Depp. So. Ich komme wieder zu dir. Ich port mich. Oh. Ich port mich aber. Zu den. Ach, da kann ich mich gar nicht hinporten. Wo bist du? Ach so, ich port mich zu dir. Schnelle Reise. Genau. So, schnelle Reise. Ich bin direkt bei dir, Edzard. Achtung. Ja, ich sehe schon. Ja, so direkt bei mir bist du jetzt auch nicht. Ja, aber. Bevor ich jetzt quer durchs Feld laufen muss oder sowas, bin ich relativ nah bei dir. Ja, und auf dem Haupthof war das war ein Fahrzeug, wo eine verschlossene Kiste drin ist. Die müsste ich aber geknackt haben schon vorhin. Lass sie wieder zu. Ach, ein Jagdgewehr und so liegt hier auch noch rum. Munition. Nehme ich alles mit. Übrigens, ich habe kaum noch 10mm Munition. Ja, die verschießt man schnell mit der MP. Habe ich auch gemerkt. Ich bin ja schon Level 17. Habe noch gar nicht mal drauf geachtet, welches Level ich bin. 11. Ja, noch immer gleich das Level. Verdammt, wo gehe ich hier noch mal runter? Also, ich bin unten. Unten im Auto ist ein Fahrzeug. Okay. Das war nicht das, das war das hier, gell? Ja, das war das.
Ich muss jetzt gerade schauen, wie ich wieder hier runterkomme. Ich habe den Weg verdattelt. Da, da ist doch was. Ich bin, glaube ich, hier falsch gelaufen. Oh, nice. Nochmal Munitionen. Munitionen. Munition. Ah ja, die habe ich auch nicht offen. Die habe ich dann vorhin übersehen. Irgendeinem. Wo habe ich denn dann die Munitions. Alter. Und ich bin falsch rumgelatscht. Jetzt hat Haarklammer. Ist offen. Kronkorken. Hat sich nicht gelohnt. Es sind nur 6 Kronkorken drin. Und ich muss erstmal schauen, dass sie hier einen Weg runterfinden. Ein bisschen anderen Scheiß, aber das war's auch schon. Ich nehme schon extra unkonventionelle Wege. Ich sehe, ja, ich sehe gerade so jemanden runterspringen. Da vorne lohnt sich vielleicht nochmal kurz hinzulaufen, da sehe ich was. Ich weiß jetzt aber nicht von da aus, ob das eine Kochstation ist, da unten das. Nee, run, Nigga, run. Die Strahlung ist nicht gesund. Da habe ich schon offen. Au. Feuer? Mine. Gewürze. Salz, Bratpfanne, Tee, Zucker. Scheiße, an dem Campfire. Nicht wirklich was. An dem Campfire kann ich nichts verwerten. Raider gehärtete Beinmod, das ist gut, die nehme ich mit. Wo? Hier bei mir, habe ich schon eingesammelt. Du bist also eh nackt. Mit Gasmaske auf. Und Militärbarett. Wo wollen wir denn hinlaufen? Ich würde gern hier oben die drei Sachen noch machen. Also, dass wir auf der einen Seite vom Fluss bleiben. Dass wir gar nicht auf die andere Seite... Ist schon wieder eine Mine. Alter! Du neigst so, irgendwie in Minen reinzulatschen, habe ich so das Gefühl, oder? Nee, ich bin nicht getroffen worden. Ich konnte weiter rennen. Monster von Grafton. Hilfst du mir? Du hoffst schon, dass ich jetzt in den nächsten 10 Sekunden schnell da bin. Das ist ein Tank. Oh Mann. Aber es kommt so, zum Glück nicht hier hoch. Du weißt schon, dass ich nur hart überladen bin. Schon. Aber gefühlt mache ich kaum Schaden an dem. Ich kam schon dazu. Falls du es hörst, was ich gerade rausrotz. Ich nehme doch mal lieber die, da kann ich ein bisschen mehr drauf rotzen, schneller. Vorsicht, das schwarze Zeug, was der wirft, ist nicht schön. Schieß auch mal mit drauf, dann kriegst du auch ein paar Erfahrungspunkte. Bam! Stirb, Nigga. Das war viel, Alter! Was ich da an Erfahrungspunkte gerade gekriegt habe. Den will ich jetzt mal looten. Ich jump jetzt. Kronkorken! Leichtbaulederrüstung, klebriger Teer, lose Feder, Säure und Öl. Nice! Kronkorken, Stimpack! Warte mal, was ist das jetzt? Was? Was denn? Gepolsterte, gehärtete Feinsteller, wahrscheinlich Armschiene. Ist doch gut. Überschüssiges Öl. Ich denke, Feinsteller war gut. Das ist, ich weiß, warum ich meine 308er mag. Ob, egal welchen Fallout teilen. Fallensteller war noch Ding. Verhaber DLC. Mal so als Anmerkung. Also ich bleibe auf der Seite aber hier von der Brücke. Vom Fluss. Ja, ich komme auch rüber.
Mach mal langsam, ich bin halt fett wie Zau. Ja, hier an der Bahnhofstation waren wir ja beide schon. Nein, die war ich noch nicht. Da warst du nicht, da ist nur ein Händler drin eigentlich. Will ich trotzdem mal rein, der müsste auch eine Werkbank dort haben, Minimum. Ich guck mal. Ich denke aber, ich habe vorhin nicht keine gesehen. Ja, Waffenwerkbank. Wo ist irgendeine Werkbank, müssen die haben? Ah. Ja gut, gehärtete Beinmod Raider kann ich, brauche ich eh nicht, weil ich keinen Raider hab. Gib mir's! Boah, ist verwertet. Ach, das wirst doch du, ja, ich hab's schon verwertet. Du willst deine Brandaxt hier. Waffen, Brandaxt, ablegen wir auf R. Hier. Plastikmesser nehme ich auf jeden Fall mit. Gesamten Schrott lagern. Vom Gewicht her hat sich nichts verändert. Du hast einen Chemie-Schutzanzug. Ich habe den verwertet. Hast du noch einen auf Reserve? Nein. Dann behalte ich mal einen. Ich habe nicht vor, nicht dorthin. Ich habe nicht vor, in der nächsten Zeit noch mal ein paar Mal hinzugehen. Ich hab dir trotzdem einen mit auf. Also Großmengen habe ich fast sehr viel, gell? Die muss ich aber auf jeden Fall. Warte mal, wir schauen mal. Aluminium. Aluminiumschrott, pass auf, wiegt 1,03. Und eine Großmenge Aluminium? Hab ich gar nicht. Hab ich so Beton mal zum Vergucken, zum Gleichgucken? Beton, genau. Beton 0,01. Und Großmenge Beton 0,19. Ach, geplatzt sich, aber 15. Ich glaube, das lohnt sich schon so ein bisschen. Deswegen kannst du die Großmengen herstellen. Ah, Responder Protector läuft da draußen schon wieder rum. Responder Protector lief da draußen wieder rum. Achso, das war so ein Teil. Bleischrott. Ja gut, Bleischrott nehme ich mit. Kann ich wieder 10mm Munition machen. Das Problem, was mich ein bisschen ärgert an den Händlern, mit den Kronkorken, dass sie so scheiße schweineteuer sind. Das ist ja wirklich schweineteuer. Alles. Alles, was du von denen kaufen willst. Fußabtreter, Metallbank, Single-Action-Revolver, Elfenbein, verstärkte Raider-Rüstung. Alter, das ist echt teuer. Auch Granaten und so. Dafür kriegst du zu langsam Kronkorken. Dass es so teuer ist. Weil Kronkorken kriegst du echt schwer. Ich finde auch schon modifizierte Waffen sogar schon. Ja, das geht noch. Ich glaube, wenn du es dann so rechnest mit dem Level, wenn es höher wirst, dann hast du es dann schon mit der Zeit. Aber so kriegst du es momentan sehr schwer. Automat für... ein Stimpe kostet halt einfach 92. Wenn du es mal so rechnest. Und das ist schon... teuer. Hier Munitionsautomat.
Selbst ein Ambruspfeil kostet eine 18 Kronkorken. Warum soll einer sagen, ich renne nackig rum? Ach, du läufst rum, immer wenn sich irgendwas bewegt. Anforderungen sind jetzt verfügbar. Denke ich, hier ist auf einmal was. Das können wir mal verkaufen. Der hat keine Kronkorken. Der hat null Kronkorken, Mist. Würde ich sagen, laufen wir mal die Schiene weiter? Ne, warte, die Schiene nicht. Wir müssen links von der Schiene bleiben, dann laufen wir da draußen die Straße weiter. Nein, hier ist gar keine Straße mehr. Kannst du dich porten? Also bist du schon leicht genug zum Port? Ja, bin ich. Dann gehen wir zur Kaffeetasse. Da geht nämlich die Straße, die kostet eine Kronkorke. Sparen wir uns ein paar Meter. Ich kann mal was zum Trinken aufmachen. Was schönes Süffiges gibt's denn bei dir? Fanta, Strawberry und Kiwi. Ach so, ich dachte ein Flüssigsteak. Mm-mm. Nicht mehr um die Uhrzeit. Nee. Ich muss ja dann sowieso arbeiten. Also ich würde mal sagen, wir laufen dann einfach die Straße entlang, dann kommen wir nicht zu drei Orten gleich. Und da oben ist ein Haus. Zack. So. Muss ich auf jeden Fall gleich... Ich stehe schon hier. Ey, ich hab vorhin über 1000, oder halt knapp 1000 Schuss. 10 mm. Ich habe jetzt noch knapp 200. Aber so Mini-Ruckel. Du stehst jetzt erst hier. Ja, gut, ich bin nur die Straße raufgelaufen. Ich höre Hunde, sehe sie aber nicht. Ist ja auch keine Hunde. Ich hab ihn schon. Unsichtbare Hunde. Nee, der war ein bisschen doof. So, hier oben sind... Hier oben ist auch gleich wieder einiges zum Erkunden. Ich höre schon wieder solche scheiß Verbrannten.